In dieser Videoreihe, die aus 8 Teilvideos besteht, wird ein grober Überblick über die Geschichte der Kunstpädagogik gegeben. Das 7. Video behandelt den Gegenentwurf zur musischen Erziehung, den formalen Kunstunterricht. Während die musische Erziehung nach den traumatischen Ereignissen des Krieges die Gefühlswelt der Lernenden durch die Kunst heilen und zum Ausdruck bringen wollte und sich an der Volkskunst orientierte, war es das Ziel des formalen Kunstunterrichts, vor allem die zeitgenössische Kunst, nutzbar und lehrbar zu machen. Der Kunstunterricht sollte objektivierbar und operationalisierbar und dadurch zu einem gleichberechtigten Fach werden. Die Vertreter wie Reinhard Pfennig erweiterten die Grundgedanken der Bauhauslehren und waren der Auffassung, dass Kunst objektivierbar in systematisierten, messbaren Lernschritten unterrichtet werden kann. Die Lernenden sollten sich technische Verfahren und bildnerische Mittel aneignen. So sollten ihnen die Grundlagen vermittelt werden, um ihren individuellen künstlerischen Ausdruck effektiv gestalten zu können. Im Gegensatz zur Kunsterzieherbewegung sollten die Lernenden also nicht durch die Kunst erzogen werden. Ziel war es eher, durch Operationalisierung und kleinschrittiges Vorgehen zur Kunst zu erziehen. Der Fokus lag daher auf formal bildnerischen Ordnungstätigkeiten. Die Schülerergebnisse im formalen Kunstunterricht waren damit keine direkten Kunstwerke und konnten objektiv bewertet werden. So stellte zum Beispiel das Variationsspektrum von gemischten Grüntönen ein Bewertungskriterium dar. Insgesamt war der formale Kunstunterricht stark operationalisiert, strukturiert und planbar. So sollte eine Legitimation des Faches Kunst im Fächerkanon erreicht werden. Gunther Otto entwickelte in seinem Konzept der ästhetischen Erziehung diesen Legitimationsgedanken weiter. Allerdings entbrannte um die Frage, ob Kunst in dieser Art und Weise vermittelt werden kann, ein heftiger Streit mit Gerd Selle und dessen Konzept der ästhetischen Bildung, das den Selbstbildungsgedanken der Kunsterzieherbewegung und der musischen Erziehung aufgriff. Beiden Konzepten ist ein weiteres Video dieser Reihe gewidmet. Vor diesem für die Kunstpädagogik bedeutenden Otto-Selle-Konflikt prägte jedoch das Konzept der visuellen Kommunikation den Kunstunterricht. Es entstand vor allem aufgrund der voranschreitenden Technisierung und der zunehmenden Bestimmung des Alltags durch Massenmedien in den 70er Jahren.